Es tut mir sehr leid, aber ich muss schon wieder gaukeln und damit geht's weiter aus der Welt von Drakensang Online. 1000 Gold werden es heute sein. Nämlich, ich bin in einer Gruppe eingeladen für Heredur Farmen und es sollten so in etwa 50 bis 100 Runs, je nach Zeit und Lust, werden. Ich habe 9000 Andermant und hier runden wir auf 10 Zugänge. Das heißt, die 9000 Andermant sind in etwa 50, paar mehr, dann hier noch mal 10, sind 60. Und ein paar möchte ich mir jetzt ergaukeln über Gold zu Andermant. Das Problem ist, das ist der höchste Jackpot. Bei den anderen kann ich mal schauen. 194 und 300. Ich weiß nicht, hat da gerade jemand gewonnen oder gaukelt einfach niemand? Ich habe wieder alles auf die Bank gegeben, was sich irgendwie dazu stapeln könnte. Und genau, außerdem rote. Ich habe so 1,5 Stacks davon. Ein paar rote möchte ich mir auch noch ergaukeln, beziehungsweise lila eventuell. Seelensteine, das sollten meine 77 reichen. Hoffe ich mal, aber wer weiß, mal schauen. Also 50 Andermant hier direkt bekommen. Das ist ein Drittel eines Zugangs, grob geschätzt. Kann man so sagen. Und das passt. Und genau, außerdem werde ich am Ende des Videos noch nicht viele, aber ein paar Legis öffnen, die ich so noch erfarmt habe. Denn ich werde Inventarplatz benötigen und zwar sehr viel davon. Yo. Weil, naja, ich werde ihn nicht benötigen. Man kommt ja immer in die Stadt zurück und kann dann verkaufen. Aber ich will zwischendurch, ich weiß gar nicht, wie ich das machen werde. 50 bis 100 Runs sind ja schon mal 100 bis 200 garantierte Legis. Meistens mehr, weil ab und zu hat man 3. Ganz, ganz selten 4. Und manchmal ein zusätzliches Unique. Aber wie mache ich das denn? Ich würde die Legis ja immer, vor allem wenn es Fatal-Legis sind, gerne im Video öffnen. Da muss ich dann ab und zu kurz. Oder ich filme einfach nachkommentiert immer mit sozusagen, wenn ich die zwischendurch öffne. Weil da ist ja so eine Seite. Eine Seite hat 28 Slots. 14 Runs und die Seite ist voll. Das geht recht zügig. Was aber auch recht zügig geht, ist hier 1500, das war eben 1400, wo ich die Aufnahme so langsam gestartet habe. Also sehr fein. Bis 4100 gehe ich runter und diesmal echt nicht noch weiter, weil ich will eventuell versuchen, ein bisschen beim Crafting was zu machen. Und da habe ich auch einen kleinen Denkanstoß bekommen beim Lesen eines Kommentars, beziehungsweise es war im Forum. Hat jemand geschrieben, so eventuell Würfel aufheben zum Craften jetzt. Crafting 2.0 könnte man durchaus machen. Denn das würde Inventarplatz sparen, je nachdem, ob man gute Legis, also gute außergewöhnliche, nicht Legi, gute lila Items erhält. Dann könnte man drüber nachdenken, dass man zum Beispiel jetzt so mal 500 Würfel anspart. Das sind 5 Inventarplätze und dann beim Crafting 2.0 Release öffnet man die alle und hat dann hoffentlich ein paar Items, die irgendwie dreimal Prozente haben. Prozent Crit-Schaden, Prozent Attack-Speed. Prozent Waffenschaden, wenn man das auf Waffen sucht. Meine erste Sprengkugel, oder? Jo, das wäre eine Überlegung. Aber ich muss sagen, ich habe Bock, die immer jetzt gleich auch zu öffnen. Zur Not mache ich einfach noch ein paar Inventarseiten dazu. Ich habe noch eine Seite im Bankfach, die ich hinzufügen kann. Es sind nur jeweils 2000 für 5 Plätze. Das könnte man machen. Aber ist echt ein guter Punkt. 300, sehr schön. Ist echt ein guter Punkt. Man wird in Zukunft, wenn man craften möchte, sehr, sehr viel Inventarplatz benötigen. Wenn man einen Gürtel haben möchte, schon mal 4, eventuell 5, 6, 7 Plätze für den Gürtel. Dann ein Amulett, nochmal 4, 5, 6, 7 Plätze. Das wird sich in Summe, ich merke es ja selbst, ich habe die neue Premi Deluxe Seite im Bankfach bekommen. Und die ist einfach schon voll mit den ganzen Legis und außergewöhnlichen Items, die ich erfarmt habe, die ich mir aufheben möchte. So, es hat gut begonnen mit Andermant, muss ich sagen. Jetzt hier nicht mehr so viel. So, einmal noch 1000, wie beim letzten Mal. Das wünsche ich mir. Man kann sich aber hier leider nichts wünschen. Kleeblatt, Mann, das sieht so schön aus. Das hat man irgendwie so selten. 6 Kleeblätter, nach wie vor. Ich gaukle echt relativ viel. Erst neulich 2600 und mit Andermant habe ich ein paar Mal gegaukelt. Erst 6 Kleeblätter. Auf der anderen Seite, ich habe ja schon einmal einen Stein direkt mit 10 Kleeblättern gekauft. Das heißt, in Summe besitze ich in Drakensang Online schon 16. Unter Anführungszeichen. Denn viel ist das nicht.
viel ist das nicht. Neulich einen Char gesehen, der hat irgendwie 2, 4% Run-Speed-Steine. Das sind, Moment, ein 2%, also ein 4% Stein sind 16 mal der 2%, oder? Mit 5 Gold Rüssigstein gaukeln? Was? Ach man, ich meine den Rüssigstein, ja, kann man auch nehmen, gerne. Aber Run-Speed-Steine sind mir noch lieber. Das heißt 16 2%ige Steine für einen 4%. Habe ich mich verrechnet? Ach so, stimmt, ich habe mich verrechnet. Wir sind ja nicht bei der Werkbank, wir sind beim Edelsteine-Craften, also nur 3x3, sprich 9. Ja, aber es ist auch eine Menge. 100 Gold hier hat da jemand gezogen mit Andermand. Q1, M3. Nö, also nicht Map 3, Modus 3. Nein, nein, nein. Heute wird Heredur gefarmt. Ich muss sagen, also die anderen aus der Gruppe, die wollen speziell natürlich das Heredur-Set. Ich würde es auch... Normaler Diamant? Ich würde es auch nehmen. Aber bin nicht extra auf der Suche nach den Items, weil ich... 1000 Gold? Das geht gerade ab hier bei dem. Wie heißt der nochmal? Das ist der... Jetzt sehe ich es nicht. Das ist Ballerino, das ist Alekin, dann ist das hier Zampano. Ja, was wollte ich sagen? Genau, ich suche viel mehr noch nach dem einen oder anderen Legi dann später zum Craften. Oder auch außergewöhnliche Items natürlich. Und alles, was sonst so anfällt. Edelsteine. Aber ich habe jetzt echt nicht das Ziel, morgen auf Einhand zu gehen. Und von daher kann ich mir noch ein bisschen Zeit lassen mit dem Set. Irgendwann sehr gerne. Dann probiere ich was Flaginator mit Crit-mäßiges oder so. Aber aktuell no need. Dietriche habe ich dann bestimmt 1200 und da hole ich mir dann auch. Ach genau, wenn ich rote Essenzen brauche, könnte ich... Ferro, dankeschön. Das sind 1, 2, 3 bis 4 Zugänge. Sauber. 500 an der Mand, das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Genau das wollte ich noch so den einen oder anderen Zugang rausholen. Das Gute ist ja, wenn ich diese, sagen wir mal, 60 Runs bestreite, jetzt sind es schon mehr, dann loote ich ja auch. Andermand zwar nicht so oft, aber wenn Andermand droppt, dann gleich 70er Stacks oder so. Plus jedes Mal 3x Materiefragmente. Das heißt, nach 5 Runs oder so lootet man so viel Zeugs, dass sich noch ein kostenloser extra Run ausgeht. Sprich, aus diesen 60 Runs werden gut und gerne mal 70 bis eventuell mit etwas Glück sogar 75. Schön. Ich habe bei 9100 oder so begonnen. Das ist fein. Das ist eine feine Ausbeute. Gold gegen Andermand im Verhältnis 1 zu 2. Das ist gut. Muss man echt sagen. Und nebenbei noch eben die ganzen anderen Items. Sehr oft 5 Dietriche jetzt aktuell. Schön. Mit dem Andermand kann ich mich nicht beschweren, da bin ich fertig, da habe ich alles erreicht, was ich sozusagen erreichen wollte. Jackpot geht rauf auf 1700, ich weiß nicht, ob der so früh schon gewonnen wird, was mich aber echt wundert, und das ist häufig so, wenn ich reinschaue, 200 Gold, 150 Gold, es gaukelt eben kaum jemand, den Anfang will nie jemand machen, da spart sich jeder sein Gold, nur die Leute, die jetzt ganz dringend Seelensteine benötigen, würde ich einfach mal tippen, gaukeln auch mit ordentlichem Gold los. 150 rote, dankeschön. Und schlagen dann erst beim Jackpot zu, sollte ich auch machen, wenn wir mal ehrlich sind. Aber wie gesagt, in wenigen Stunden geht es los bei mir. Und da will ich voll am Start sein. So, Endspurt, die letzten 20 Mal setzen hier. Und danach ist erstmal Schicht im Schacht, Ende im Karton. Oder wie man sagt, wie auch immer. 50 an der Mand, leider nicht meine. Hab neulich mit jemandem gechattet, der hat die Million an der Mand bekommen. Ich wüsste gar nicht. Ich meine, ich hab's schon mal so gesagt, was ich mir mit 1 Million an der Mand kaufen würde. Aber wenn ich die jetzt so bekommen würde, ich hätte keinen Plan, was ich mir zuerst kaufen soll. Ich würde die Sockel hinzufügen, Dragonmantel. Ich wäre geizig, ich würde sparen. Oder 1000 Mal Heredur machen. Noch, das heißt 1000 Mal, da gehen sich keine Ahnung wie viele Runs aus. Fast 10.000, 8.000 oder so irgendwie, Moment. Kann ich gerade rechnen? Ich weiß nicht, 1 Million? Ja, auf jeden Fall sehr viele Heredur-Runs.
So kann man es, glaube ich, ausdrücken. Und die letzten 5 Mal. 4, 3, 2 und finito. Jo, das war's. Das sind mal die Edelsteine, knapp 100 Dietriche, die Fragmente waren da nicht dabei, 38 Seelensteine, auch sehr fein, 18 Tränke, ist wenig, aber passt. 1000 rote und nur kleine Steine. Die crafte ich aber mal, vielleicht wird ja ein halbwegs großer draus. Immerhin ein einfacher Saphir und wenn man die craften könnte, nochmal ein einfacher, offensiver, hier ein bisschen was, passt schon. An der Mand kann ich mich nicht beschweren und jetzt noch flott, wo habe ich sie? Ganz wenige, ich habe sie nicht mal sortiert, Legis. Vielleicht ist ja was zum Craften dabei, mit 2 Sockeln schon mal nicht das vielleicht. Grüß dich, Anderweltring. Du gefällst mir. Du gefällst mir sogar sehr gut. Zum Craften macht leider die Verzauberung 9,3% das Ganze ein wenig kaputt. Aber ich kann nicht alles aufheben, aber 16,9, seid ihr verrückt? Ich heb's auf, schauen wir mal. So, Schulterteil, Helm, Mann. Kugel, da kann man bestimmt auch irgendwie craften, von außergewöhnlich zu legendär dann. Brustpanzer, ich will offensiv, nicht defensiv. Amulett, nein, Einhandwaffe. Boah, schaut ganz nett aus, aber 2 Sockel. Ach du meine Güte, für einen Moment blieb mein Herz stehen. Ich dachte, das ist Einhand. Ich habe gesehen, plus 278. What, Einhand, das ist heftig. Das ist ja Zweihand. Mann, 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 Mann. Und wieder nichts, aber 4 Sockel. Immerhin. So, der gefällt mir echt ganz gut. 21 Schaden. Der könnte auch außergewöhnlich sein. Aber hey. So, da habe ich dies, da habe ich das. Was wollte ich jetzt noch machen? Wollte ich noch was machen? Ich kann die Items noch flott einschmelzen. Das ist auch ein ordentlicher Batzen an Glyphen. Und ich komme meinem Ziel, meinem nächsten Ziel immer näher. Der Kristall, der muss hochgelevelt werden. Ich finde die Zahl so schön. Plus 40 auf einer Verzauberung. Das ist so genial. Ja, okay. Dann war es für dieses Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen und es geht einfach beim nächsten Mal weiter. Oh, Spielezeit. Oh.